Lieber Herr Pfarrer, Gesundheit, lieber Herr Pfarrer, was kriegen wir denn heute? Was kriegen wir denn heute Neues? Sie haben gesagt, wir kriegen was Neues. Wir sind alle da. Die Billy ist da hier, Dann Hallo. Ist hier der Markus, der Zwiebelpeter, ich bin auch da. Du bist da, Nico. Aber was gibt's denn jetzt heute Neues? Ich bin ganz aufgeregt. Ich gehe jetzt auch wieder zurück auf meinen Nico. Platz. So. Der Weihrauch geht mit Ihnen in der Nase. Was gibt's denn jetzt? Gesundheit. Ich glaube, der Herr Pfarrer hat eine Vorahnung, sonst würde er nicht so niesen wahrscheinlich. Also irgendwas ist der Mutsche. Leise, Markus, leise. Gesundheit. Leise. Pfarrer Nicoletti, geht's dir gut? Ja, jetzt geht's mir besser. Leise. Okay, also, ach, da ist wieder so ein Schleimbeutel, hallo. Ja, ich mach schon. Ja. Schleimbeutel entzündet. Liebe Gemeinde, wir sind hier heute zusammengekommen, um nicht nur uns vier zu begrüßen, sondern wir haben nämlich auch heute einen ganz großen Spezialgast heute am Start. Das ist nämlich, wo ist er denn? Hier. Ist er denn? Ja, wir müssen ihn beschwören. Beschwören wir ihn. Oh, komm mal, da hinten kommt einer, hinten. Oh mein Gott. Haut ihn, PvP, haut ihn. Könnt ihr den mal bitte in Ruhe lassen? Ich geh ja schon. Bist du jetzt runtergesprungen? Das Thema wäre durch. So, dann können wir jetzt wieder auf die Tagesordnung. In panischer Ergebenheit habe ich die Flucht ergriffen. Ja. Tja. Plupp, weg war er. Weg war er. Wir sind mir die Liste da unten. Ja, wir haben den Metzelmörder mit an Bord. Hallo. Hallo. Freut mich sehr, hier zu sein heute. Da habe ich ja tierisch Spaß dran. Wer hat hier meine Fackeln abgebaut? Man muss ja auch mal wirklich sagen, wer den guten Metzel nicht kennt, guckt bitte gefälligst sofort auf seinen Kanal. Und außerdem ist er ja einer unserer treuesten Zuschauer. Also man glaubt es kaum, aber es gibt sowas tatsächlich. Ja, und man muss jetzt ja mal erklären, wie es dazu kommt, dass er jetzt hier ist überhaupt. Ne? Haben wir ja schon mal angedeutet so ein bisschen, aber es wird jetzt passieren. Metzel, was wirst du tun? Sag es uns. Ja, was werde ich tun? Ich habe so die ganzen Folgen ja fleißig verfolgt. Und check mir so, ihr baut hier so dermaßen viel. Ich bin in erster Linie ein bisschen um eure seelische Gesundheit besorgt, eure körperliche, dass ihr auch immer genug zu essen habt. Von daher werde ich euch in dem Sinne einen kleinen schönen Bauernhof bauen, dass ihr auch immer gut zu essen habt. Coole Idee. Yeah. Das ist so der erste Plan. Und für diesen Bauernhof wird es dann hier oben, wo wir gerade rumhängen, wird es ja einen Gedenkstein oder sowas geben. Irgendwas müssen wir uns dann überlegen, was wir da genau bauen. Ja, Gedenken nicht immer, wenn jemand irgendwie von uns geht oder so. Heißt, ist das nicht eine Widmung oder was ist das dann? Ja, die Idee war so fast eine Widmung für all diejenigen, die euch hier was hinterlassen. Ja. Also auf der Gottesinsel so ein Gottestempel, wo dann in Form von Rüstungsständern und Rüstungen, also zum Beispiel gefärbten Lederrüstungen, das gab es ja bei dieser Version schon, den einzelnen Erbauern gedacht wird. Genau, und gedacht ja insofern ist ja auch richtig, der Metzel wird ja wahrscheinlich nicht auf immer bei uns bleiben können, von daher müssen wir ihm ja auch ein bisschen gedenken tatsächlich, wenn er dann mal wieder auf der Zuschauerseite sein sollte, eines Tages möglicherweise. Ich habe Gold gefunden, Gold! So, ich begebe mich dann schon mal da herunter von der Gottesinsel zum zweiten Mal. Ach, scheiß Tür. Ups. Ja, und wer anderen... Ich hau mich mal ins Gebüsch. Wer anderen werden nämlich heute, während der Metzel uns hier was Supergeiles baut, wir brauchen Dias. Sowas von megamäßig brauchen wir Dias. Heute ist es soweit. Heute holen wir sie. Heute ist es soweit. Und ich habe gerade eine Chili Pepper abgefarmt. Tja. Unsere erste Chili Pepper. Ich hätte vielleicht nur ein Anliegen. Könnten wir uns noch mal zur Ruhe begeben, dass wir eine schöne Tageshelligkeit erreichen? Ja. Oh, scheiße, ich habe kein Bett, oder? Habe ich ein Bett? Ja, wir müssen nur drei Leute mit Nico hat vorhin noch ein Bett gebaut, habe ich gesehen. Dann haben wir eigentlich genug Betten, oder? Mein Zimmer ist immer noch leer, ey. Mann, zweckmäßig. Wer kommt zu mir ins Doppelbett? Ich komme. Ich will mit Metzel ins Doppelbett. Ich will mit Metzel ins Doppelbett. Liege Billy, schon. Kusch. Ich schlaf schon. Sorry. Billy liegt schon hier. Ich leg mich schon neben. Leg dich in die Mitte. Hier liegt... Du schläfst jetzt mit Billy in meinem Bett, sag mal. Ja. Ich habe jetzt aus Versehen Spender mit Komm L ran da. Was ist denn jetzt schon wieder morgen oder was? Dann war aber schnell. Enderman. Haben wir ihn jetzt irgendwie gejagt, ey. Da ist er, die Drecksau.
Ey, Aui. Hallo? Das Aui. Ging ja viel zu schnell, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Wo seid ihr denn? Sagen mal, die ja, Formen sind meistens so. Da merkt man halt nicht unbedingt was. Und der kommt hat gleich. Nach Gold gegraben, sehe ich gerade. Da hat also jemand nach Gold gegraben. Wo ist er? Nein, nein. Wo seid ihr denn? Ach, da kann ich ja hier die Schilder wegtun, wenn das Gold jetzt nein, weg ist. Nein, lies doch mal die Schilder erstmal durch, Mann. Ach so. Ich dachte, sie sind immer die gleichen. Ach so, jetzt steht's ja. Jetzt ist kein Gold mehr da. Danke dem edlen Ach, deswegen auch Spender. Ich verstehe. Echt nicht. Da ist er. Die Sau. Oh, bleib hier. Ich glaube, da sind wir nicht. Was steht hier? Oh, hier ist noch nicht aktualisiert worden, offensichtlich. Ja, das ist halt noch. Lecker Jolt. Wenn zwei Straßen weiter die Plakate noch nicht erneuert worden sind. So, Kinders, was haltet ihr denn davon? Kommt mal mit. Wir gehen hier mal in den Keller. Da gibt es Süßigkeiten für euch alle Kinder. Ja. Kinder komm. Oh, wir werden in den Keller gelockt. Das mag oh, besonders von der gerne. Hexe in den Keller. Ich bin direkt hinter dir. Komm. Ganz runter in den unteren Keller sogar. Oh, der untere Keller. Weiter. Noch mehr runter in den Keller. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ist ja ganz schön schweinig, wisst ihr das? Wie alles so. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Wo? Oh, ich auch. Ups. Ja, diese Tür ist so ein bisschen bekloppt, ne? Da ist direkt so ein Abgrund. Ich habe da schon mal wegen Einstein dahinter gesetzt, weil vorher kam der Abgrund direkt tatsächlich. Das war Einstein, zwei Stein, drei Stein. Ja. Aber ich bin auch zu blöd, hier durch die Tür zu kommen. Was ist denn das denn? So, jetzt. Ach so, hier willst du runter? Geht's jetzt schon los hier auf Tour, oder was? Ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall auf Richtung 10 bis 13. Ja, erstmal ja, müssen wir uns hier ein bisschen die Taschen vollhauen, ne? Mhm. Ja. Geh schon mal eine Runde weiter runter. Abfackeln. Abfackeln, nicht vergessen. Rechte Hand abfackeln. Hops, nicht Schildfackeln, sondern abfackeln. Hops. Oh. Und schon mal hatten die erste Spitzhacke kaputt. Ja, die hatte nur noch 10%. So, und zusammenbleiben, glaube ich, wäre eine ganz coole Idee. Ja, alles machst bitte. Du kaputt. Das klappt sowieso nicht. Frank, ich bin gerade begeistert von der Geschwindigkeit, wie die Bäume zerfallen. Tin gefunden. Ne, das ist geil, oder? Vor allen Dingen, dass das Blätterwerk da oben direkt auch ablöst. Ja, alles. Diese Axt ist wirklich genial. Es liegt doch nicht mal an der Axt. Ich habe eben mal einen Baum per normale Eisenaxt gefällt. Ja. Selbst da zerfällt das Blätterwerk oben in einem sehr raschen Tempo. Ben, wo seid ihr jetzt eigentlich hier gerade hin? Wir sind hier ein bisschen vorgegangen. Ich bin bei Nico. Ich bin alleine. Ich war so bei Nico. Wir bleiben Bogen. Zusammen. Oh, ey, ja. Aber ich sehe euch. Bastengruppe unterwegs. Ja, wir bleiben zusammen. Du hast eine Schwarze weg. Genau. Hast du wirklich gedacht, das klappt? Ja, ich bin so verwirrt, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Vielleicht sollten wir einen Gruppenführer, wir sollten einen Führer ernennen. Man braucht einen Führer? Falsch. Der Führer. Okay, wer von euch hat einen Schnurrbart, den er kurz rasieren kann? Was? Nein. Ja, ich, wenn ich ihn mir mit Asche gerade anmale. Ich hab einen. Scheiße, ich hab einen, ey. Ich bin die Heimleitung. Markus, du hast auch einen Intimschnurrbart, habe ich gehört. Markus, du bist der Jugendführer. Naja, den du letztes Mal gesehen hast bei mir, der ist nicht mehr, den habe ich getrimmt. Ach, den hast du getrimmt, ja. Ja, den ich beim letzten EP-Stammtisch gezeigt habe, der ist nicht mehr. Genau, da haben wir ja den Disco-Ball-Vergleich Hilfe! Gemacht. Und dann, fuck! Oh, genau. fuck! Ach, wart ihr alle bei dem... Was machst du denn da? Ich bin gerade runtergeschwommen, wo bin ich denn jetzt? Ach, Billy. Ja, ich weiß, dass du, wo du runter... Oh, ja. Geil! Oh, ich komme auch. Hallo, Billy! Billy, bisschen mehr Kontenance, ja. Vorsicht, hier ist Lava. Hallo! Hier mal eine kurze Frage in die allgemeine Runde. Diese paar Bäumstämmchen, die hier so schön abgefarmt stehen, neben dem Haus, haben die irgendeine Bedeutung? Ach so, ja. Das ist die Gummifarm, ne? Ja, die sehen zwar scheiße aus und müssen aber bitte stehen bleiben. Gut. Das sind Gummibäume, da kommt nämlich Harz raus und aus diesem Harz kann man dann Gummi und Plastik bauen. Ah, Harz 4 raus. Oh, hier ist ein Skelett. Billy, hier ist ein Skelett. Vorsicht, ein Skelett. Metzel, ob wir beim Dings waren, bist beim du Stammtisch denn jetzt? Oder was? Ja, klang ja. Also im Endeffekt, der Stammtisch ist, wenn man so möchte, auf Mr. Miss und meinem Mist gewachsen. Also primär auf Mr. Miss seinem Mist. Mhm. Auf meinem Mist und deinen guten Ideen ist er gewachsen. Und also es ist eine Gemeinschaftsproduktion, genau. Ah, ja. Ja, ich habe das vermeintliche Pech, dass ich recht am Rand von Hessen wohne. Und wenn man jetzt bei uns auf letsplays.de, da haben wir so eine schöne Let's-Player-Karte, du durfst jeder mal eintragen. Wenn ich mal so in mein Gebiet hier reingucke, da ist echt tote Hose. Ist wahrscheinlich so, hörst du so die Grillen zirpen irgendwie wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Ja, das ist halt natürlich gerade so in Berlin wahrscheinlich so ein bisschen das Glück, dass halt doch irgendwie recht viele hier sitzen und sowas machen irgendwie. Also und ich finde es halt, also wir haben ja niemals damit gerechnet, dass es Vorsicht, nicht sich so einer Beliebtheit erfreut. Also ich meine, wir machen jetzt den
Den 5. halten wir jetzt im April ab. Wo bist du denn jetzt gewesen, Mr. Miss? Und aber eben auch, dass halt die Leute, die da sind, wirklich so cool sind. Ja. Und so unterschiedlich sind. Wo? Schon ein bisschen cool. Hilfe. Ja. Hier ist übrigens die Stelle, Billy. Hier hatten Markus und ich das Grubenunglück, glaube ich, hier irgendwo in der Gegend. Oh, guck mal, was ist denn das hier? Was ist das? Was ist das? Ja, das ist dieses Scheißzeug. Okay. Also ich habe keine Ahnung, wo ihr seid, weil ihr... Egal. Wir sind da, wo das Grubenunglück war, falls du da wieder hinfindest auf irgendeinem Weg. Aber wir sind auch noch zum Hoch, Billy. Wir sind auf 14, 13, wir sind jetzt 14 auf 13, 14. Gerade. Wir müssen eigentlich runter. Noch ein bisschen tiefer. Ich sehe euch hier hinten quasi durch den Felsen durch so rumschlawenzeln. Jetzt unter mir ist Lava. Ja, also es gibt so eine Lavaschicht, die ist auf 12 unten hier. Das ist die, mit der wir das letzte Mal ein bisschen Probleme hatten. Geringfügig. Und das kam ja genau dadurch, dass wir da noch weiter runter wollten, um eben an die Diamanten ranzukommen. Und dann aber die Lava natürlich irgendwann von oben kam. Deswegen müssen wir da sehr vorsichtig vorgehen, wenn wir jetzt weiter runtergehen. Was ist das? Und ich fange jetzt einfach mal damit an. Ich fange mal einfach an, hier ein bisschen runterzubauen. So, das muss ja irgendwie mal. Irgendwie muss es ja mal. Ich beschäftige mich gerade mit der Vorstufe des Diamanten. Ja, die Kohle. Richtig. Ja, ein kleiner Wissensquiz hier. Wie plötzlich alle mal circa 2 Sekunden lang überlegt haben, was ist so eigentlich die Vorstufe des Diamanten? Sehr geil. Silber, Gold, Kohle. Ja, ey, weiß ich doch. Ich buddel mich mal gerade hier quer in den Berg rein. Ich hab Diamanten gefunden. Halt, warte. Ich hab Diamanten gefunden. Nein. Ich hab Diamanten gefunden. Yay. Ich habe Diamanten gefunden. Ich habe gefunden 2 Diamanten. Finde, dann hau ich die kaputt und dann klaue ich die Diamanten. Es war ja klar, dass die Frau wieder einen Diamanten findet. Aber ja, warte klar. Bitte, ich würde so Diamonds gerne dabei sein. Diamonds are girl's best friend. Wo bist du denn, Billy? Wir waren doch gerade zusammen hier unten. Ja, hier, guck mal. Bitte wartet. Hier, Nico, hier. Bleib mal stehen. Ich sehe dich nämlich. Ach, da bist du, ich sehe dich, ja. Ich habe mich hier unten reingebuddelt. Nee, ach so, nicht. Richtig. Du hast dich rechts und ich habe mich geradeaus. Perfekt. Mhm. Das sind Diamanten. So, wo seid ihr denn? Was? Wo hast du denn hier die Diamanten? Ich habe die schon abgebaut. Ich habe die in den Tisch. Ach, du hast die schon abgebaut. Hast du auch schon abgebaut. Wie viel hast du denn? 2. 2? 2, immerhin. Aber die ersten Diamanten. Das ist doch schon mal was. Nach was? Wir sollten jetzt wirklich mal warten und mal gucken. Ich mach gerade ein bisschen Strip-Mining. Scheiße. Markus, gestern haben wir uns doch drüber unterhalten, gell? Ja, ja. Wir könnten ja gerne mal Strip-Mining machen, aber halt vielleicht von einer Reihe ausgehend irgendwie. Ja. Ich meine, letztlich ist es ja sowieso Zufall, ne? Aber, also wenn man in der richtigen Tiefe unterwegs ist. Ja, schon. Die Ecke scheint hier ganz gut zu sein, wo Billy und ich sind. Hier ist relativ viel Redstone schon mal. Das ist ja meistens ein gutes Zeichen. Und meistens sind Diamanten in der Nähe von Redstone. Und von Lava. Der Aussage kann ich mir nicht ganz so anschließen. Ne? Doch. In den meisten Fällen schon. Der Spawnpunkt von Diamanten hat eigentlich nichts mit Redstone zu tun. Es ist einfach nur, dass Redstone wie viel mal häufiger zu finden ist pro Chunk quasi als Diamanten. Und dass sie quasi in der gleichen Tiefe dann letztlich sind, meinst du? Ah, ja. Hinten habe ich jemanden entdeckt. Das ist nur reiner Zufall, obwohl der Rainer ja gar nichts dafür kann. Der Rainer. Ich habe Diamanten gefunden. Sag mal, Billy, du hast doch gespickt. Ich nee, wie soll das denn gehen? Ich dachte, dass du gespickt hast. Ich habe jetzt schon 5 Diamanten. Was ist Scheiße? Ja, nimm da Mädel mit. Wir haben eingebauten Diamantenfinder, wir Mädels. Das ist Dropglück. Nein. Weil ich mich gerade wieder aussieht. Das ist Können. Können und Wissen. Mr. Miss, bleib mal bitte da stehen, wo du jetzt bist. Ja, mach ich. Bin auf dem Weg. Ich grabe mich quasi durch das Gestein. Das wäre schön, wenn wir beide wieder mal zusammen hier unter der Erde wären. Ich bin auf Level 5 übrigens, falls dir das irgendwie was hilft. Naja, also deine Schrift ist immer größer. Achso, zwischen 9 und 11 sind die Dinger. Was? Nee, die gehen runter bis auf 0 gehen die. Die gehen runter bis, geht nicht mehr. Echt jetzt? Ja, die sind ab Level 12 oder so sind die zu finden. Okay. Aber dann bis, geht nicht mehr. Okay. Also ganz weit tief. Kannst dich ruhig nach unten mal werfen, bis du an den Endstone kommst. So, Mr. Miss, bitte warten. Ja, ich möchte. Ja, ich baue nur ein bisschen Gold und Zeug ab, damit ich hier nicht ganz umsonst rumhänge, weißt du? Ich mache überhaupt nicht schnell.
Ich mache überhaupt nicht schnell. Ich bin ganz. Ich muss mich an die Minecraft-Version wieder gewöhnen. Ich bin immer noch als verleitet, Steuerung zu drücken, um zu laufen. Okay. Oh, da kommt Wasser. Oh, und Diamanten. Ich habe Diamanten gefunden. Ich baue sie nicht ab. Ich warte auf Markus. Du bist unter mir, sagst du, ja? Also auf 5 bin ich. Ich bin auf 11. Krasse Scheiße. Ja, da fängt's an. Kannst du dich, also, du musst aber aufpassen, direkt über mir scheint irgendwo Wasser zu sein. Okay. Und ich stelle jetzt schon mal ein bisschen die Diamanten hier frei, die ich hier gefunden habe. Und falls ihr dieses Mimischeid kriegt, ja, also Mimischeid ist ganz wertvoll, das müssten wir mitnehmen. Boah, was finde ich hier? Redstone ist das geil, ey. Oh, ich habe hier eine Höhle gefunden. Da kommt das Wasser her. Ah, dann bist du wahrscheinlich in der Höhle, aus der das Wasser kommt, was hier bei mir ständig reinfließt gerade. Ja, denke ich mal. Weiß ich nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Also hier Mimischeid muss ich mitnehmen. Du kommst genau aus der richtigen Richtung hier, aus der Diamantenrichtung. Ich sehe dich. Wo bist du? Oh, hier, drei. Auf jeden Fall habe ich einen Dreier-Diamanten mindestens hier. Jetzt bewegt. Ja, wie gesagt, ich stelle gerade die Diamanten frei hier. Ach da, okay. Nee, weil das deine die Farbe, die, also dein Tag. Jetzt habe ich dich gleich. Jetzt bist du. Bist du mein. Werde ich schon schippen. Da kommt, dann bauen wir zusammen gleich hier die drei Diamanten ab schon mal. Bist hinter Stein gefangen. Warte, ich rette dich, Prinzessin. Prinzessin. Prinzessin Mononoke. Prinzessin Mr. Miss. Da ist er. Da ist er. Ich fasse die Diamanten. Hallo, das ist ein sehr schöner Anime. Guck mal, da sind die Diamanten hier, siehst du? Pling. Spiel, Henk, jetzt geht's weiter. Super. Also, Prinzessin Mononoke ist ein wunderschöner Anime. Definitiv. Ah, ist das schön mit dir jetzt hier zusammen, Schätzchen. Jetzt können wir wieder sterben, jetzt haben wir Diamanten. Ja. Das Grubenteam ist wieder beisammen. das war die Scheiße. Übrigens, liebe Leute, ich fände es ganz toll, wenn wir die Kohle, die wir jetzt hier gefunden haben, vielleicht wirklich nicht zum Befeuern von irgendwelchen Automationen nutzen oder Öfen nutzen, sondern da können wir ruhig Holzkohle für nehmen. Und weil aus dieser bestehenden Kohle, also weil das ist, würde ich nämlich sehr gerne uns Stahlwerkzeuge bauen. Mm. Ja, sehr gerne. Ja, aber das ist halt das Problem, du kannst halt Stahl nur aus Kohle machen und nicht aus Holzkohle, leider. Wenn ihr nichts Diamanten dagegen habt. Echt jetzt? Ja, also wir Mädels haben einfach so einen Diamantenfinder eingebaut. Weißt du? Ja. Bitch, please. Gerade bist du nicht das Obermädel. Oh, zack, 1, 2, 3, 4, 5. Ich sehe da noch einen 5. Zack. Was? Also Markus, unser Team wird gewinnen. Ich merke das schon. Ja. Bist du sicher? Ja, wobei, mit Billy muss man immer rechnen. Andererseits, hier ist noch einer. Guck mal, 6. Was? Super. Oh, wir sind auf Bedrock-Ebene. Ja, wir sind fast runter. Wobei es erstaunlich ist, dass der Bedrock hier schon auf 5 ist, oder? Wofür brauche ich eigentlich Dark Iron? Für irgendwas. Ich weiß es nicht. Für irgendeine Technik-Scheiße. Für irgendwas von diesen 3 Millionen Mods, die hier bei Monster installiert sind. Wo genau baust du eigentlich unsere Farm hin, Herr Metzen? In die Nähe des Original-Spawnpunktes. Ah ja, sehr gut. Beim alten Häuschen da. Da ist kein Häuschen. Ja, wir haben da so eine unterirdische Hobbit-Villa da irgendwo. Achso, ja, gleich nicht mehr. Ach, apropos Hobbit-Villa, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten knapp. So ist es. Ja. Wollen wir die, also wir sind jetzt bei 18, wollen wir die Folge bei 20 beenden? Ja, lass uns doch mal 20 machen. Ich habe das im Vorfeld schon gesagt, ich sage es auch nochmal öffentlich. Ich bin dafür, dass wir so 20er Folgen machen. Kennst du dich öffentlich zu kürzeren Folgen? Ja. Weil du siehst. 10 Diamanten habe ich auf Tasche. Was? Oh, Alter, ey. Bitte nicht sterben jetzt. Das wäre so. Nee, das wäre schade. Markus, du hast auch noch welche, ne? Ich glaube nicht. Mr. Bling Bling. Ja, aber echt, ey. Dann habe ich ja echt das Nachsehen gerade. Mit meinen 5. Nee, ich habe keine. Warte, oder habe ich einen Diamanten? Ich glaube nicht. Salpeter. Peter.
Seit Zwiebelpeter, mein Lieblingszeug auf der Erde. Oh, ach nee, Quantum, schade. Ich verwechsel immer Quantum mit Diamant. Quantum und das. Ruhig heute, das finde ich sehr. Ach genau, wo wir das gerade vor uns hin summen, ich muss ja sagen, ich bin ein wenig enttäuscht von euch, Kameraden. Weil? Warum? Nachdem ich mir vom Mist anhören musste, dass ihr mit dem Satz, nur der bußfertige Mann wird bestehen, nicht anfangen konntet. Ja, offensichtlich nicht. Ihr habt nicht darauf reagiert, ne? Gut, es war auch zugegebenermaßen der Busfertige. Ja, aber man weiß ja, was gemeint ist. Ja. Stepp-Zombie. Was? Tipp nochmal. Ach so. Jetzt fehlt mir nur so ein bisschen noch der... Welcher Film war das? Welcher Teil, meine ich, war das denn? Alle. Das ist die generelle... Oder meinst du der bußfertige Mann? Der bußfertige Mann, das meine ich. Das war der dritte Teil, der letzte Kreuzzug. Ja. Achso, da wo er kurz vor den Gral da irgendwie annimmt oder so, ne? Genau, das ja, ist einer von den Sätzen aus dem Tagebuch da. Aus dem Tagebuch von seinem Vater. Der hat das ja alles schön aufgeschrieben, ne? Mein Vater. Und während Indy die ganzen Prüfungen besteht, liest er halt nur der bußfertige Mann, überlegt, als was das zu heißen hat, was es bedeuten soll. Da sieht er die ganzen abgeschnittenen Köpfe vor sich liegen und denkt so, haha, er kniet. Bing! Ah ja, genau. Ach, deswegen der Buß. Ja, genau, weil er dann so. Ja, genau. Wir tun jetzt auch Buße. wir sollten büßen. Ja. Wir büßen, dass wir TBC haben und dass die Folge jetzt zu Ende ist. Oh, Menno. Tja. Was soll man tun? Also mache ich nichts. Ich kann nur eins tun in meiner Funktion. Ich kann sagen, liebe Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Lieber Metze nämlich, als Zuschauer, der du dabei bist und ansonsten, liebe Zuschauer, ihr dabei seid vor den Geräten sozusagen. Also Metzel ist ja im Gerät, der guckt ja gerade, der ist ja quasi in eurem Computer gerade drin. Da rennt er jetzt rum zusammen mit uns. Nein, Mann, wir haben den geschrumpft, das ist Metzel ist der Gerät. Ich bin der Gerät. Ich habe ja tatsächlich der Gerät neulich mal gesehen in der Aktion. Das war super, die hatten drei der Geräts. Aha. Und hatten aber vier Mitarbeiter, die sich um die Dinger gekümmert haben, weil es überhaupt nicht funktioniert. Der eine schmiert der Gerät, der andere macht der Gerät sauber. Katastrophe, echt. Und der Döner war echt scheiße, muss man sagen. Davon abgesehen. Heidi Klum? Ich esse doch nicht Heidi Klum. Nein, den Döner. Achso. Der Döner heißt Heidi Klum? Kannst du auch direkt was? Es gibt einen Döner namens Heidi Klum? Heidi Klum ist ein Döner? Seid ihr fertig? Kannst du auch direkt auf dem Knochen lutschen, ey. Was? Nein, ja, Mann, es stand keine Ahnung wo, irgendwo auf dem Klo habe ich hier in meinem Handy Nachrichten gelesen, da stand halt dann so eine tolle Nachrichten drin, dass irgend so ein Döner-Attack da irgendwo, keine Ahnung, wo der sitzt, da war halt Heidi Klum und ist so der Geheimtipp und wahrscheinlich rennt deswegen halt Berlin hin und Hipster-Town und kauft sich halt irgendwelche bescheuerten Döner von ihm oder ich weiß es doch nicht, ich kenne mich doch nicht aus damit. Aber du hast es gelesen. Ich habe es gelesen auf dem Scheißhaus, ja. Am Scheißhaus, ja. Am Scheißhaus lese ich auch immer morgens immer. Ja, so, ich bin voll. Kann ich mich am besten konzentrieren. Schon wieder. Ja, ich jetzt hier mal Ruhe. Achtung, der Führer spricht. Liebe Leute, vielen Dank. Es verabschiedet sich der gute Markus hiermit. Und los. Auf Wiedersehen. Wir haben Diamanten gefunden. Ich freue mich so. Ja. Wir haben Diamanten. Es verabschiedet sich verabt die gute Billy. Ja, tschüssikowski, ihr Lieben. Wir haben Diamanten gefunden. Wir haben wie viel? Ich habe 5. Fünf. Ja, wir haben 15 insgesamt. Ich habe 5 Diamanten gefunden. Ich war die Erste, die Diamanten gefunden hat. Und dann haben die Jungs mich überholt. War ja wieder klar. Tja, so ganz gehen. Ansonsten danken wir noch dem werten Pfarrer, dass er hier das Gebet gesprochen hat, trotz erschwerter Bedingungen. Und Metzel, danke, dass du auch dabei bist. Ja, ich finde keine Diamanten, ich mache Terraforming. Du machst Diamanten. Genau. Nee, dann schon mal vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ja, klar. Es ist meine Freude, das Ganze, was ich sonst immer nur zweimal die Woche mitverfolgen kann über YouTube, dass ich jetzt mal live miterleben kann. Das ist echt eine Freude. Das freut uns. So soll es sein. Schön, dass du da bist. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe Diamanten gefunden. Ich nicht. Ich habe Diamanten gefunden. Ich nicht. Folge ist trotzdem zu Ende. Wir sind schon bei fast 25 Minuten. Alter, tschüss jetzt. 7. Und tschüss, raus. Tschüss. Pullern. Oh.